Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Palais Esterházy. Mein Name ist Radmila Schweizer, ich bin Generalsekretärin der Wittgenstein-Initiative. Ich freue mich sehr, alle unsere Teilnehmer und unseren Kooperationspartner, das Hayek-Institut, heute mit uns hier begrüßen zu dürfen. Und vor allem gilt unser Dank an die Kapitalbank und an Herrn Konstantin Weider-Malberg, die uns ermöglicht haben, unser Podiumsgespräch in diesen wunderschönen historischen Räumen zu gestalten. Für die Wittgenstein-Initiative ist es wichtig, einmal die Beziehung, die Parallele zwischen Ludwig Wittgenstein und Friedrich von Hayek aufzuklären. Was sie verbindet, ist nicht nur die entfernte Verwandtschaft, auch nicht sogar Hayeks erster Versuch, eine Wittgenstein-Biografie zu schreiben. Der ist gescheitert, wie wir erfahren werden. Und danach die späteren echten Wittgenstein-Biografen haben aber sehr viel von Hayeks Arbeit profitiert. Was wir hoffentlich erläutern können, ist, es handelt sich um zwei Mythen, Wittgenstein und Hayek. Und wie alle Mythen sind sie geliebt, gehasst, beschuldigt oder vergöttert. Und genauso falsch zitiert, missinterpretiert, missverstanden und trotzdem gefolgt. Wir glauben, dass beide, Hayek und Wittgenstein, viel mehr sind als ihr Ruf, als wofür sie breit bekannt sind. Heute Abend möchten wir uns auch fragen, was diese zwei außerordentlichen Denker uns heute lehren könnten. Was kann die heutige Gesellschaft von ihnen lernen? Es kann nicht sein, dass Geschichte und Zukunft in Widerspruch sind. Die Zukunft kommt von der Geschichte, gerade wenn es um Kultur und Wissen geht. Kann Wien wieder zum Biotop werden, das es einmal war? Wir glauben, dass Widerspruch immer erlaubt werden muss und ein offener Dialog garantiert werden. Ich danke Ihnen und übergebe jetzt das Wort an Frau Dr. Barbara Kolm. Danke. Vielen herzlichen Dank, Frau Schweizer. Mein Name ist Barbara Kolm, ich leite das Hayek-Institut und das Austrian Economics Center. Und es ist für uns eine besondere Freude, gemeinsam mit der Wittgenstein-Initiative diese Veranstaltung hier durchführen zu dürfen und ein so hochkarätiges Panel zu begrüßen, dass ich dann der Reihe nach machen werde. Ich darf zunächst Professor Janik bitten, Professor Kneuker bitten, dass er vielleicht einige einführende Worte spricht. Professor Kneuker, selbst Jurist und Sektionschef im Bildungsministerium, Wissenschaftsministerium, jetzt auch außerordentlicher Professor bzw. Ehrenprofessor in Innsbruck an meiner Alma Mater, und in Wien natürlich auch für das Fach Law and Religion and Religious Commentaries. Sie werden verstehen, wir werden auch ganz in der Manie Hayek und Wittgenstein, die ja beide ihre Muttersprache irgendwann einmal leider auch verlernt haben, weil sie eben ins Ausland gegangen sind. Wir werden die Veranstaltung auch bilingual machen und wir werden einfach zwischen den Sprachen wechseln und also zwischen Englisch und Deutsch. Bitte verzeihen Sie, dass ich da auch so ganz flexibel bin. Ich hoffe, Sie sind es auch. Wir können natürlich das dann so machen, dass wir im Rahmen der Diskussion die Fragen auf Deutsch sprechen und die stellen und die für die Frau Professor Perloff dann natürlich auch übersetzen. Aber was für uns als Hayek-Institut natürlich auch ganz besonders spannend ist, ist dieses Familienband zwischen den beiden Herren, zwischen diesen beiden großen Philosophen. Und ich sage bewusst jetzt auch Philosoph, denn je älter Hayek geworden ist, desto mehr wurde er ja auch zum Sozialphilosophen. Und wenn man dann seine Letztwerke ansieht, dann glaube ich, hat er sich dann endgültig vom Ökonomen verabschiedet. Aber gerade in den 50er Jahren, als zwei seiner sehr bekannten Werke entstanden sind, die Counter-Revolution of Science und die Sensory Order, war er ja schon auf dem Weg, sich von der reinen Ökonomie zu verabschieden. Hat er
er dann natürlich in den 70er Jahren noch einmal den Sprung zurückgewagt. Aber das wird uns dann natürlich auch Dr. Zundric näher erklären. Ich wollte nur noch drei Stichworte in den Raum werfen. Einmal Ontology, einmal Epistemology und einmal die Psychology, sozusagen als die drei Schlagworte der Verbindung. Aber wir werden natürlich auch einige Worte hören und auch Diskurs, wo sich die zwei sozusagen trotz aller Familienliebe dann nicht gefunden haben. Und ich darf es bereits damit belassen und dem Herrn Knoecker das Mikrofon in die Hand geben und um seine Worte bitten. Danke sehr. Okay, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung schon deshalb, weil ich eigentlich gar nicht da sein sollte. Ich vertrete den Emil Brix. Weiß nicht, ob Sie den kennen. Ich kann ihn auch nicht ersetzen, will das auch gar nicht. Aber er hat einen inspirierenden, er steht für einen inspirierenden Punkt. Und den möchte ich gerne aufgreifen. Nämlich, das sind eigentlich zwei. Wer in der gegenwärtigen jungen Generation versteht eigentlich noch, worüber wir heute diskutieren. Sie sind ein ganz spezielles Publikum. Sie haben eine ganz, es ist nicht nur eine Frage der Ausbildung. Sie sind ein Publikum, das in einer intellektuellen Atmosphäre Österreichs, Mitteleuropas, Europas aufgewachsen ist und daher über ein Wissen verfügt, das heute vor allem auch mit dem Abschied vom Streit über die Ideologien weg ist. Die Autoren sind nicht mehr im Bewusstsein, weil der Streit um das, wofür sie stehen, eigentlich nicht mehr fortgesetzt wird. Ich sage nicht, dass er nicht aktuell wäre. Als Jurist kann ich sagen, ich erlebe das Ähnliche bei den Juristen der Jahrhundertwende und danach, besonders einen, über den wir heute gar nicht hinweg können, Hans Kelsen. Dasselbe Schicksal wird nicht mehr diskutiert, wird nicht mehr zitiert, wird nicht mehr verstanden und missinterpretiert. Zum Beispiel seine Alterswerke sind so gut wie nicht rezipiert worden. Also dieser ein Gedanke scheint mir sehr wichtig zu sein. Und der zweite Gedanke, der damit zusammenhängt, ist es möglich, eine Exzellenz der Jahrhundertwende, zu denen diese Personen, Persönlichkeiten gehören, wiederherzustellen? Spielt die Größe und der Hintergrund und das Geld und die Verbindungen in einem größeren Zusammenhang eine Rolle oder nicht? Also, diese zwei Gedanken will ich Ihnen etwas nahe bringen. Ich lese vor kurzer Zeit die Neuausgabe von Miroslav Krleža. Sie wissen, er ist ein bedeutender kroatischer Schriftsteller. Am Ende dieses Buches, Die Rückkehr des Herrn Latinovic, habe ich mich gefragt, wer von meinen Kindern, von meinen Enkeln in der Lage ist, die historischen, psychischen, sozialen, ökonomischen Verhältnisse, die er beschreibt, zu verstehen. Also ich bin relativ pessimistisch. Ich gehöre zu den Optimisten. Ich glaube, es geht immer gut weiter. Ich bin also ein bisschen Candide, wenn Sie so wollen. Aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass alle diese Werke nicht mehr rezipiert werden und diskutiert werden. Zum zweiten Gedanken. Es ist natürlich richtig, und das hat ja die Arbeiten von Herrn Brix so deutlich gemacht, dieses Zeitalter der Exzellenz um 1900 ist natürlich ein Ergebnis einer unglaublichen intellektuellen Anstrengung
der Habsburger Monarchie, also der Leute innerhalb der Habsburger Monarchie, auch in der Auseinandersetzung mit dem Rest Europas, mit dem Westen und so weiter. Und kann also ein kleines Land wie Österreich wiederum Leute produzieren, die in eine solche Stufe gehören. Ich war ungefähr 20 Jahre für die österreichische Forschung mitverantwortlich und ich glaube daher sagen zu können, mit einiger empirischen Kenntnis, dass es möglich war und auch möglich ist, exzellente Forscher und Forscherinnen wiederum auf die Beine zu stellen, die in der Welt eine Rolle spielen können. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Forschung eine globale, internationale, ein internationales, globales Ereignis ist. Und die Frage, die ich immer an die Regierungen stelle, ist, woran sollen wir uns denn erinnern, wenn wir auf unsere Enkel schauen? Wo ist die Förderung und der Versuch, Leute dieser Qualität wiederum herzuzaubern? Denn was damals passiert ist in der Habsburger Monarchie, ist durch die Internationalität der Mobilität in heutigen Europa ja jederzeit wieder möglich. Und die jungen Leute fahren ja auch rundherum und haben 2 oder 3 Auslandsaufenthalte. Aber werden sie das nützen, um einen Kontext zu schaffen, in dem Persönlichkeiten dieser Art möglich werden? Das, glaube ich, sollten Sie als Kontext mitnehmen für das, was Sie jetzt hören werden. Danke. Also dann erklären wir also, warum wir diesen Brain Drain hatten und dass also das wirklich unsere Kernaufgabe ist, diese Austrians, egal ob das jetzt Philosophen, Mediziner, Architekten oder eben Ökonomen sind, wieder bei uns in Erinnerung zu rufen. Und darf bei dieser Gelegenheit auch nochmal gleich sagen, dass Dr. Brix, der Botschafter und eben jetzt Chef der Diplomatischen Akademie, sich entschuldigen lässt, weil er heute eine Auslandsreise hatte, genauso wie also unser Hausherr, Herr Feider Malberg, der nicht im Ausland ist, aber in Graz, in der Banktochter oder umgekehrt. Das hier ist die zweite Niederlassung, je nachdem, wie man es sehen wird. Aber ich darf das auch diese Entschuldigungen Ihnen übermitteln. Bevor ich jetzt Professor Janik um seine Worte bitte, darf ich nur ganz kurz zu seiner Vita etwas sagen. Professor Janik ist in Massachusetts, USA geboren, hat an der Brandeis University über die History of Ideas seinen PhD gemacht und ist aber schon sehr lange wieder in Europa zurück. Derzeit in Innsbruck am Brenner-Institut, natürlich auch an der Universität in Innsbruck seit März 1995, aber der Weg nach Innsbruck hat ihn über die Universität Wien, über Paris, über Holland, über Stockholm geführt und wir freuen uns jetzt sehr auf seine Ausführungen. The floor is yours. Thank you. I'll speak English. It works. Once upon a time, I met an old Austrian professor in Paris who looked at me and said, I heard you're the only person on earth who doesn't have a Muttersprache. Because my language has come out very strangely. Louder. So Wittgenstein, Hayek. Wie wir so like that. Okay, good. I don't like these things. As we've heard, Friedrich von Hayek was the first person who ever had the idea of writing about the life of Ludwig Wittgenstein, his far removed cousin.
Now, I don't think the family relationship had any great bearing upon that interest. I think much more than the fact that they both came from this the ultra elite, the so-called second society, the sub aristocracy, which was as far as we know even smaller than the aristocracy, and in its own way more exclusive, as it were. It wasn't that, but it was much more the fact that both of these people were active in Cambridge, with Hayek being 10 years younger than his cousin. And certainly, the curious person that Hayek was, he's going to be curious about this man, Wittgenstein, who died in 1951, curious enough that by 1953 he's collecting materials about Wittgenstein's life, because he, as a Cambridge person, wanted to know more about this very, very strange professor, about whom all sorts of rumors were circulating. I mean, there were all kinds of rumors about his sex life. 97 or 98% of which turned out to be completely baseless. There were rumors about how he hid his learning, how he would sneak into the library at night and bring books back to his rooms, and that such that no one would see him, etc. It was all nonsense. I mean, there was all kinds of voodoo that had built up around Wittgenstein, and Friedrich von Hayek was the first person who seriously wanted to know, who this man was. Wittgenstein belonged to a generation of people. Professor Perloff has borne this out in recent discussion. It belonged to a generation of people who did not think very highly of biography. And for that reason, principally, the people around Wittgenstein, his family, and so, his immediate family, his sister, they were not keen. They were not keen on cooperating with Hayek. And the fragment that Dr. Erbacher has finally edited with a critical historical introduction commentary ends very movingly, and this is as far as I got. People just didn't want to help, and that's the end of the story. But I think Hayek was concerned with Wittgenstein because Wittgenstein was a person, strangely enough, like himself, with different intellectual interests, but with a ceaselessly inquiring mind. Dr. Kolm has mentioned already how Hayek found his way out of economics, not because he wanted to cease being an economist, but because he wanted to be a better economist. Because he realized that economics is embedded in politics and politics in history, and so the collected his collected essays are collected under the title of Essays on Economics, Politics, Philosophy, and History of Ideas, all of which were necessary for him to carry on his inquiries into what it is to be in a free society, in a society in which people can, I'll come back to Raoul Knoecker's point, people can realize their potential. I mean, one looks at the book that I most admire of Hayek's, it's The Constitution of Liberty. I mean, this is on every page. It's on every page. I mean, what we're striving for is self-realization, is to be able to reach the fullness of our potential. We can only do that when we are free to pursue our economic interests within reason,
within reason. And I mean, it was, after all, was the Constitution of Liberty that Margaret Thatcher put on the table when she said, "This is our Bible," you know, and it's a book that is a very, very interesting and deep analysis of what freedom is all about. I mean, I first encountered it via Lord Dahrendorf, who was certainly the great European liberal of his generation, the great German liberal at least, who in these matters deferred to Hayek. To come back to my main point here, like Wittgenstein in philosophy, Hayek never ceases. He never comes to the last question, because he's leading himself into an inquiry into new areas that are essential to his fundamental economic interests. And so, I mean, when Wittgenstein wants to understand what knowing is all about, knowing in practice. And I mean, this is one of the things, by the way, that binds them together. They're very interested in how knowing in practice limits the scope of knowing in theory, comes up in radically different ways and radically different forms, but I mean, that's where they meet. And by the way, it's a great pity. I mean, we have lost a number of superb scholars on the way. Professor Neary should have been with us, and he's the man who most vehemently insists that Wittgenstein and Hayek stand for one position. Does so on because they both insist on the primacy of practice over theory, and on. What it means to understand the limitations of our inquiries and of our activities that are placed on us by the very structure of practice itself. So with that, I'll pass the word. Thank you. Thank you very much.